Hallo zusammen. Wir lieben die Lorentzkraft so sehr, dass wir jetzt nochmal damit anfangen. Die Lorentzkraft, das war F gleich die Ladung mal die Geschwindigkeit des Teilchens kreuz der magnetischen Flussdichte. Und das haben wir bisher angeschaut für einzelne Protonen oder Elektronen, die durch ein Magnetfeld durchfliegen und die in ihrer Bahn abgelenkt werden und auf Kreisbahnen gezwungen werden. Und was wir jetzt mal anders machen wollen, ist, dass wir die Ladungsträger nicht mehr frei durch das Magnetfeld fliegen lassen, sondern dass wir die einsperren. Wir können zum Beispiel einen Draht hernehmen und lassen durch den Draht einen Strom fließen. Also hier soll ein Strom fließen, sagen wir mal, ja, nehmen wir mal ruhig 5 Ampere her. Und diesen Draht legen wir dann in ein Magnetfeld rein. Und dann wirkt ja trotzdem die Lorentzkraft auf alle diese Elektronen, die sich hier in dem Draht bewegen. Und auch wenn die Kraft auf so ein einzelnes Elektron ja winzig ist, aber allein durch die Masse der Elektronen gibt sie vielleicht doch ein messbarer Effekt hier auf diesen Draht. Und wie groß die Kraft ist, die jetzt auf diesen Draht wirkt, die Summe der Lorentzkräfte auf die einzelnen Elektronen, die sich in dem Draht bewegen, das wollen wir jetzt mal ausrechnen. Das Magnetfeld hier soll so gerichtet sein, dass es in den Bildschirm hineinschaut. Also da haben wir ja dieses Symbol hier, das Ende des Pfeiles, was wir da sehen. Der Pfeil fliegt in den Bildschirm rein. Das ist die Ausrichtung dieses Magnetfeldes. Für das Magnetfeld nehmen wir ein ziemlich starkes, sagen wir mal, wir nehmen da einen Tesla her. Und bei dem Drahtstück hängt ja die Menge der Ladungsträger vor allem von der Länge des Drahtes ab, die wir anschauen. Also sagen wir mal, wir nehmen den ganzen Teil des Drahtes, der hier im Magnetfeld liegt, der also in der Mitte des Magnetfeldes liegt, diesen Teil nehmen wir hier zum Messen oder zum Rechnen und sagen wir, dieser Abschnitt, der soll 2 Meter sein. Ja, und jetzt versuchen wir mal an dieser Gleichung hier so lange rumzubauen, bis das für diesen Fall hier passt. Ich könnte natürlich einfach anfangen und sagen, okay, jetzt schaue ich mir die Lorentzkraft an für jedes Elektron und dann bilde ich die Summe. Das geht aber dann doch einfacher. Hier drin steht da eine Geschwindigkeit. Das ist die Geschwindigkeit der Elektronen, die sich in diesem Draht hier bewegen. Das kann ich aber auch anders schreiben. Dieser Draht hier, den kann ich ja auch mit einem Richtungsvektor beschreiben. Das heißt, ich habe hier einen Vektor, der gibt mir die Richtung des Drahtes an und der Betrag des Vektors ist sagen die Länge des Drahtes, die wir hier in der Rechnung betrachten wollen. Also ich könnte dann auch diese Geschwindigkeit ersetzen. Die Geschwindigkeit eines Ladungsträgers kann ich auch ersetzen mit diesem Richtungsvektor hier pro einer Zeiteinheit. Richtungsvektor pro Zeiteinheit. Also die Zeiteinheit soll gerade die Zeit sein, die der Ladungsträger braucht, um von diesem Punkt hier zu diesem Punkt zu laufen. Das soll dieses Delta T hier sein. Genauso kann ich hier auch mit der Ladung was machen. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten ja Stromfluss definiert als Ladung pro Zeiteinheit. Strom war Ladung pro Zeiteinheit. Also nehme ich mal hier dieselbe Delta T hier und die Ladungsmenge, die in dem Delta T durch den Draht strömt, sind natürlich gerade die Zahl der Elektronen, die hier in diesem Stück drin sind. Ja, ich habe ja das Delta T so gewählt, dass es genau die Zeit war, die ein Elektron brauchte von hier nach hier. Und in dieser Zeit, wenn ich jetzt hier stehen bleibe, diesen Zeitraum Delta T hier stehen bleibe, dann strömen natürlich die ganze Zeit hier die Elektronen durch, bis sie diesen Punkt hier erreicht haben. Das heißt, ich sehe genau die Ladungsmenge hier an mir vorbeifließen, die in diesem Drahtstück drinsteckt. Also das beides passt wunderbar zusammen. Dann kann ich das Q hier also umschreiben und sagen, Q ist gleich der Strom in diesem Draht mal Delta T. So, und dann setze ich die beiden Sachen jetzt in die Gleichung ein. Dann habe ich also statt Q steht hier I mal Delta T und statt V steht da ja, 1 durch Delta T mal diesen
Richtungsvektor L Kreuz B. So, und jetzt sehe ich schon, meine Delta T ist, das brauche ich gar nicht zu bestimmen. Das ist mir völlig wurscht, wie groß das ist, weil das brauche ich gar nicht in der Rechnung. Das kürze ich hier raus und am Ende muss ich nur rechnen, Strom, meine skalare Größe, mal der Richtungsvektor des Drahtes Kreuz B. Also die Kraft auf den Draht. Die Kraft auf den Draht hängt jetzt nur davon ab, vom Stromfluss. Ist auch klar, der Stromfluss sagt mir ja, wie viele Ladungsträger gibt es denn überhaupt in dem Draht? Wie dicht sind die denn da drin? Das hängt ab von der Länge des Drahtes, die ich betrachte. Und das hängt davon ab, wie groß das Magnetfeld ist. Und natürlich hängt es auch davon ab, wie groß der Winkel ist zwischen dem Draht und dem Magnetfeld. Also je nachdem, wie ich diesen Draht in das Magnetfeld hineinhalte, gibt es dann auch eine unterschiedlich große Kraftwirkung. Am größten ist die Kraftwirkung natürlich, wenn der Richtungsvektor des Drahtes und das Magnetfeld senkrecht aufeinander stehen. Das liegt ja an diesem Kreuzprodukt hier. Da ist ja der Sinus des Zwischenwinkels drin. Der Betrag der Lorentzkraft ist dann also gerade der Stromfluss mal der Betrag dieses Richtungsvektors mal der Betrag des magnetischen Feldes mal der Sinus des Zwischenwinkels zwischen diesen beiden. Und wie groß ist der Zwischenwinkel in diesem Fall? Nun, der Draht selber verläuft ja in der Bildschirmebene. Das Magnetfeld haben wir so gewählt, dass es durch den Bildschirm hindurchgeht. Das heißt, Draht und Magnetfeld stehen senkrecht aufeinander. Das heißt, Theta ist 90 Grad, der Sinus von 90 Grad ist gleich 1. Wir brauchen diesen Term nicht mehr, das ist gleich 1. Das heißt, wir brauchen nur einzusetzen. Wir haben 5 Ampere, wir haben eine Länge von 2 Metern, wir haben ein Magnetfeld, eine Flussdichte von 1 Tesla und das gibt mir 10. 10 was? 10 Newton natürlich, wir sind ja hier in den normalen SI-Einheiten geblieben. Also 10 Newton haben wir als Kraft auf den Draht. Und das ist natürlich durchaus was ich beobachten kann. 10 Newton ist schon genug, um so einen Draht abzulenken. Und wenn ich jetzt mehrere dieser Drähte hier habe oder den Draht mehrmals hier durchführe, dann erhöht sich ja auch diese Kraft. Das heißt, was bekomme ich dann? Ich bekomme eine Art Elektromotor. Ich verwandle Stromfluss in Bewegung, nämlich in die Bewegung des Drahtes. Und das ist genau das, was der Elektromotor macht. Also diese exotische Lorentzkraft, die mir hier ein paar Teilchen im Magnetfeld aus der Bahn lenkt, die ist letztlich dafür verantwortlich, dass ich Strom in Bewegung umwandeln kann. Und deshalb kam diese Lorentzkraft auch bisher in einigen Videos vor und wir werden hier auch weiterhin nicht entkommen. Ja, interessant wäre es natürlich noch zu wissen, in welche Richtung geht denn jetzt eigentlich diese Kraft. Da kommt wieder die rechte Handregel ins Spiel. Der Zeigefinger zeigt in die Richtung des ersten Vektors aus dem Kreuzprodukt. Das wäre also der Richtungsvektor des Drahtes. Der Zeigefinger zeigt also genau den Strom an oder den Draht an. Der Mittelfinger zeigt in Richtung des magnetischen Feldes, das ist ja jetzt in den Bildschirm hineingezeigt. Das heißt, wir machen mal wieder dieses Kreuz hier, das man sieht, das zeigt in den Bildschirm hinein, dieser Mittelfinger. Und dann zeigt mir der Daumen die Richtung der Kraftwirkung an. Wenn ihr das so macht, seht ihr gleich, dass der Daumen ganz natürlich, der würde hier nach oben zeigen. Das heißt, der Draht würde hier in dieser Richtung, würde dieser Draht eine Kraftwirkung erfahren. Und wenn er locker aufgehängt würde, oder auf einem beweglichen Träger sitzt, dann würde sich tatsächlich hier der Draht in diese Richtung bewegen. Ja, das war jetzt der Fall, dass wir einen Draht in einem externen Magnetfeld hatten. Im nächsten Video werden wir dann dieses externe Magnetfeld mal weglassen und mal untersuchen, ob der Strom selber vielleicht auch ein Magnetfeld erzeugt. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei.